Herzlich willkommen zu diesem Slidecast. In diesem Slidecast beschäftigen wir uns mit der Analyse der Forderungen und Verbindlichkeiten im Rahmen der Bilanzanalyse. Zunächst lernen Sie dazu im Folgenden 4 der zentralen Kennzahlen zur Vermögenslage kennen, die zur Analyse der Forderungen und Verbindlichkeiten herangezogen werden. Anschließend wird diese Analyse der Forderungen und Verbindlichkeiten anhand eines Zahlenbeispiels dargestellt. In diesem Zusammenhang lernen Sie, was es bedeutet, wenn ein Unternehmen in die sogenannte Liquiditätsfalle tappt. Von den zentralen Kennzahlen der Vermögenslage, die Sie in der Vorlesung kennengelernt haben, benötigen wir zur Analyse der Forderungen und Verbindlichkeiten 4 bestimmte Kennzahlen, die wir Ihnen im Folgenden noch einmal genauer erläutern. Die Vorratsreichweite wird berechnet, indem man die Summe der Vorräte mit den Tagen des Kalenderjahres multipliziert und durch den Umsatz teilt. Diese Kennzahl gibt an, für wie viele Tage die Bestände ausreichen. Um das Debitoren- bzw. Schuldnerziel zu berechnen, multiplizieren wir die Forderungen aus der Lieferung und Leistung mit den Tagen des Geschäftsjahres und teilen das Ganze durch den Umsatz, erhöht um die Umsatzsteuer. Die Erhöhung des Umsatzerlöses um die Umsatzsteuer ist notwendig, um eine zu den Forderungen passende Größe zu nutzen, da auch die Forderungen inklusive der Umsatzsteuer gebucht werden. Das Debitorenziel gibt Auskunft darüber, wie viele Tage es durchschnittlich dauert, bis Forderungen beim Unternehmen eingehen. Das Kreditoren- oder auch Gläubigerziel erhalten wir, indem wir die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung mit den Tagen des Geschäftsjahres multiplizieren und durch das Material und die bezogenen Leistungen teilen. Auch Material und bezogene Leistungen erhöhen wir wieder um die Umsatzsteuer, da die Verbindlichkeiten ebenfalls inklusive der Umsatzsteuer verbucht werden. Das Kreditorenziel gibt an, wie viele Tage es im Schnitt dauert, bis die Verbindlichkeiten vom Unternehmen gezahlt werden. Um die Kassenreichweite zu berechnen, teilen wir die liquiden Mittel, multipliziert mit den Tagen des Geschäftsjahres, durch den Umsatz. Diese Kennzahl drückt aus, für wie viele Tage die liquiden Mittel des Unternehmens ausreichen. Was bedeuten diese Kennzahlen für die Vermögenslage eines Unternehmens? Angenommen, die X GmbH ist ein Handelsunternehmen und hat noch Forderungen bei der Y GmbH ausstehen. Das Debitorenziel gibt an, wie schnell diese Forderungen eingehen. Gleichzeitig bezieht die X GmbH ihre Waren von der Z GmbH und hat bei dieser noch Verbindlichkeiten zu begleichen. Das Kreditorenziel gibt an, wie schnell die X GmbH ihre Verbindlichkeiten begleicht. Zusätzlich verkauft die X GmbH fortlaufend die Waren an die Kunden. Die Vorratsreichweite verrät, wie schnell dieser Prozess vonstatten geht. Und darüber hinaus hält die X GmbH eine bestimmte Summe liquider Mittel bereit. Die Kassenreichweite sagt aus, wie lange diese liquiden Mittel ausreichen werden. Die Informationen zur Berechnung der Kennzahlen entnehmen wir der Bilanz der X GmbH und stellen fest, eigene Forderungen werden durchschnittlich in 7,2 Tagen eingetrieben, während eigene Verbindlichkeiten im Schnitt erst in 58,3 Tagen beglichen werden. Zudem reichen die liquiden Mittel für weitere 7 Tage aus und die Waren werden durchschnittlich innerhalb von 12,8 Tagen abverkauft, sodass aus dem Verkauf bis zur Bezahlung der Kreditoren auch noch Liquidität zufließt. Dies verschafft der X GmbH einen erheblichen, positiven Nettofinanzierungseffekt. Grundsätzlich gilt, dass das Debitorenziel abzüglich der Kassenreichweite kleiner sein muss als das Kreditorenziel, um einen Nettofinanzierungseffekt zu erzielen. Kann dieser Grundsatz nicht realisiert werden, müssen die Rechnungen früher bezahlt werden, als die Forderungen hereingebracht werden und Barbestand vorhanden ist. Wenn zudem die Vorräte nur langsam abverkauft werden, läuft das Unternehmen in eine Liquiditätsfalle. Im Rahmen dieses Slidecasts haben wir die Analyse von Forderungen und Verbindlichkeiten dargestellt. Sie haben gelernt, welche Kennzahlen zu dieser Analyse herangezogen werden, was diese Kennzahlen aussagen und was die Liquiditätsfalle ist.